Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 8. April 2020 mit einem spontanen Video, mit einer spontanen Legung mit den Keeper-Karten und zwar über deinen karmischen Seelenpartner, also dein karmischer Seelenpartner. Wenn du dich jetzt in einer karmischen Seelenpartnerschaft befindest, oder dein Seelenpartner das Gefühl hast, also euch verbinden bestimmte Dinge, die sich immer wiederholen, dass das auch nicht weitergeht, dass es so karmische Prüfungen und Aufgaben euch verbinden, dann bist du hier genau richtig. Also schließe erstmal deine Augen und tauche in deine Energie-Kristallschale hinein. Und während ich natürlich die Karten mischen werde, sende mir deine Gedanken zu. So, es geht hier darum, also die Verzweiflung, also es werden hier sehr, sehr viele Gedanken gemacht, also sehr viel gegrübelt, sehr viel nachgedacht, vielleicht auch von deinem karmischen Seelenpartner auch gegrübelt. Also es geht auch wirklich darum, ja, dass er, also entweder, also dieses Umwerben, also entweder dich immer wieder auf dich zukommt, immer wieder für dich dieses Umwerben gibt. Also auf jeden Fall möchte wieder auf dich zukommen, etwas Schönes tun. Also ich habe das Gefühl, dass hier auch mehrere Generationen eine Rolle spielen. Also entweder spielen hier die Eltern noch bei euch eine Rolle oder die Kinder oder habt ihr halt einfach eine Patchwork-Familie, also eine Gemeinschaft auch. Vielleicht verbindet euch auch eine Gemeinschaft. Und also er macht sich sehr viele trübe Gedanken und seine Gedanken drehen sich darum um eine Transformation. Der Todesfall ist hier nicht im wirklichen Sinne ein Todesfall, sondern er grübelt darüber, also es müsste sich etwas hier verändern. Sei es jetzt von den Eltern, sei es von den Kindern, dass da auch vielleicht Dritte in eure Verbindung reinreden. Also auf jeden Fall, ihr sehnt sich hier, diese ferne Horizonte ist auch immer wieder die Sehnsuchtkarte. Also der ist richtig in dieser Situation auch verzweifelt, ja, und weiß auch nicht, wie das weitergeht. So, ich lege jetzt die Karten für dich aus und natürlich haben wir heute den Vollmond, Vollmond in Waage. So, also es kränkelt etwas, also die Krankheit ist da, also wahrscheinlich zu Hause. Also vielleicht auch das Ganze zieht ja auch die Stimmung runter, auch diese positive Energie von dem Guten her geht in den Keller, in der Krankheit, durch diese trüben Gedanken. Also was bedeutet das? Natürlich, wenn wir grübeln, dass wir da auch wirklich energetisch runtergehen. Ich lege jetzt mal die Karten aus. Da ist der Hauptperson. Ja. Beschäftigung. Es werden noch viele Gedanken über das Beschäftigung gemacht. Vielleicht auch jetzt in dieser Krisenzeit. Also ich versuche das zu deuten, was da los ist und welche Karma ihr auch erlösen müsst. Da werde ich auch natürlich ein paar Karten diesbezüglich ziehen. Und ich lasse mich inspirieren. Ich lasse mich inspirieren. So. So, dann lege ich einen auf dich, einen auf deinen Seelenpartner und auf dieses große Glück lege ich einen. Also, wir beginnen mit der Deutung. Also, ihr seid beide sehr
also momentan im Kopf, falls du dich in diese karmische Verbindung befindest, also dein Seelenpartner, also der denkt auch über seinen Beruf nach, über die Beschäftigung, vielleicht auch unbewusst, also das spielt bei dem ein großes Thema. Auf dem kommt also diese Arbeit und Mühe, vielleicht hat er auch eine schwere Arbeit oder eine schwierige Zeit auch auf der Arbeit, also wie du siehst, also der hat Mühe mit der Arbeit und also die Beschäftigung in seinem Unterbewusstsein spielen hier eine Rolle. Also dein karmischer Seelenpartner schaut auf die Stabilität, auf das Zuhause und natürlich auf das Geld. Also möchte auch, dass hier dieses Haus und die Stabilität hier sicher ist. Er wartet hier einen guten Brief von der älteren Dame. Dieser gute Brief von der älteren Dame kann auch natürlich auch von seiner Mutter sein oder von irgendwelchen Behörden sein. Also dass hier bestimmte Briefe erwarten werden. Und das, oder halt aber auch, ist da noch jemand bei deinem Gegenüber, die hier eine gewisse Art und Weise eine gute Dame darstellt. Und das wäre Liebesglück für Veränderung und für eine Hochzeit, für eine feste Verbindung. Was? Also ich sehe das jetzt so, dass hier vielleicht dein karmischer Seelenpartner doch jemand in seinen Blickwinkel hat, wo auch wirklich Briefe zukommen, von vielleicht auch von einer älteren Dame, wo auch wirklich etwas schon, also zwischen den beiden da ist, so zeigt sich das hier. Und also da kommt zu einer Veränderung, vielleicht auch zu einem Umzug. Und zwar hier in die feste Partnerschaft. Das ist unglaublich. Und du liegst du hier unten. Also du liegst hier unten, das bedeutet, ja, dass es dir vielleicht dadurch auch gar nicht gut geht. Das ist natürlich eine allgemeine Legung. Du schaust hier in deinem großen Glück und dieses Geschenk bekommen. Geschenk ist auch immer die Fülle, dass du etwas gewinnst oder bekommst oder etwas gut verläuft oder dass dir etwas geschenkt wird. Da schaust du hinein, bist aber ziemlich unten und all dieses große Glück und diese Geschenke schwinden hier aus dem Bild, also die stehen auf dem Kopf. Und hier, also offiziell, geht das alles so ein bisschen im Verlust. Wir schauen, was jetzt auf dich zukommt. Auf dich kommt regelrecht hier das Gericht. Also das kann sein, dass du dich gerade wirklich in der Trennungsphase auch befindest. Schau mal, in deinem Unterbewusstsein hast du das Gefühl, du bist bestohlen worden, du fühlst dich momentan in deine Situation gefangen. Und dir wird zunehmend bewusst, dass dein karmischer Seelenpartner irgendwie halt dir was Falsches vorgemacht hat, eine falsche Person. Und also du denkst auch, Mensch, wie das sein könnte, wenn du dich hier also scheiden lässt, dass du auch in diese Armut verfallen würdest. Und deine ganzen Erwartungen würden dann im Verlust gehen, wie du siehst, auch die Karte steht hier auf dem Kopf. Das ist aber wirklich ein Bild. Das kann ich auch verstehen. Dein Unterbewusstsein arbeitet auf den Hochtouren und das sind auch oft deine Gedanken, was das so das Ganze bewirken. Wir schauen jetzt auch, was dich jetzt so im Grunde beschäftigt jetzt noch, ja? Du hast starke Sehnsucht und möchtest wieder, also dieses Umwerben, dieses schöne Gefühl, vielleicht auch dieses schöne Gefühl, als ihr euch kennengelernt habt. Siehst du hier auch diese römische Zahlen, vielleicht auch zu eurem Beginn, zu euren Anfängen in diesem romantischen Park, auf der Bank sitzen, danach sehnst du dich. Aber das war auch vielleicht die letzte Zeit auch nur bei euch, nur eine Zweckgemeinschaft. Vielleicht war das auch nur mehrere Generationen, die hier irgendwie eine Rolle gespielt haben. Durch die Kinder, durch die Eltern, die waren auch alle einfach da, vielleicht auch das Geschäft. Und also regelrecht sind deine Gedanken, du machst dir sehr, sehr viele trübe Gedanken und ja, also du hast das Ganze so deinen karmischen Seelenpartner auch gesehen hier, dass es halt einfach eine gutherzige Mensch war oder Mann ist, auf jeden Fall zu Hause immer für das Zuhause gesorgt hat, aber dass es halt auch hier nicht so eine gesunde Verbindung war, so das hat immer gekränkelt und auch dieses Geld geht dadurch jetzt auch verloren, so denkst du das, also so spielt sich das jetzt in deine
in deinem Bild ab. Wir schauen jetzt einfach dein Gegenüber. Dein Gegenüber zeigt sich hier nochmal die Affärekarte. Die Affärekarte, vielleicht malte sich das auch im Kopf aus. Also diese reiche Mädchen steht auch immer für eine jüngere Frau auch. Und vielleicht hatte er auch erstmal eine Affäre gehabt und hatte das also hier bereut. Also wie du siehst, die Verzweiflung ist da. Und also dadurch ist schon mal so ein bisschen sein Ansehen in Verlust gegangen. Sein Ansehen durch diese Affäre oder durch diesen Flirt vielleicht auch in Verlust gegangen. Wie du siehst, also der ist recht verzweifelt und schaut hier schon noch in den Neuanfang und möchte auch irgendwie schon einen Neuanfang in seinem Leben erreichen, möchte wieder in seine Kraft auch kommen. Allerdings geschieht das also ganz, ganz mühselig. Also der befindet sich jetzt in einem Zyklus, in einem Prozess seit längerem, eine lange Weg, eine lange Reise, und das ist so eine beunruhigende Nachrichten kommen auch auf ihn zu und auch die Transformation. Was bedeutet das auch? Durch dieses ganze andere Frau hier, ja, und durch diese Affäre, was dein Gegenüber auch hier wirklich vielleicht auch gehabt hat, also dadurch, der ist richtig verzweifelt, weil also das Ganze geht ihm so ein bisschen im Verlust. Vielleicht kann das auch bedeuten, dass das Haus und viel Geld auch, das kann dich auch hier symbolisieren, dass dieses Liebesglück und diese Veränderung jetzt regelrecht durch diesen Umzug und durch diese Ehe, wenn das oder diese Verbindung, wenn das auf dem Kopf steht, dass ihm das im Verlust geht, und das macht ihm regelrecht hier Kummer und Sorgen und bringt ihn wirklich in so eine verzweifelte Lage. Wir schauen jetzt mal momentan dein karmischer Seelenpartner, in welche Situation er sich auch befindet, was sind auch so jetzt in seiner Lebenslinie, was ist denn auch gerade bei ihm los. Er ist sehr verzweifelt, er grübelt auch sehr, sehr viel. Natürlich kommt noch obendran diese Berufssituation noch, dass es ihm zu schaffen macht. Grübelt er sehr viel und er fühlt sich in seine jetzige Situation noch recht gefangen. Wir schauen deine Seite an, du bist ja hier. Und du sehnst dich wirklich, du sehnst dich nach Liebe, du sehnst dich wirklich auch mal gesehen zu werden, als Frau mal gesehen zu werden, wahrgenommen zu werden, vielleicht auch wirklich eine Liebe anzufangen. Deine Gedanken sind vielleicht auch bei einem anderen Mann, der auch eventuell auch das Gute in dir sehen kann. So nehme ich das jetzt hier wahr, also bei euch kriselt es im Moment sehr. Also falls du dich in eine karmische Seelenpartnerschaft befindest, also um dich herum, also ist die Verlustkarte, also deine Gedanken auch von diesem, vielleicht möchtest du das auch aufgeben, diese Verbindung, weil das ist auch nur eine Zweckgemeinschaft, ja, das geht auch im Verlust, und du sehnst dich auch hier regelrecht umwerben zu sein, die große Liebe in den Glück, und du stehst jetzt eventuell vor einer Entscheidung, dass du sagst, ich mag so nicht mehr, ja, dein Gegenüber hier dagegen, also seine Gedanken kreisen hier um seinen Job, kreisen hier eventuell auch um das Haus, also macht sich sehr viele Gedanken, alles was er erreicht hat, und hier diese junge Dame, also entweder, wie gesagt, hat er eine junge Dame oder er sieht dich jetzt, dass du aufgeblüht bist und bist du hier vielleicht in diese Rolle gegangen, was ich halt nicht so empfinde, weil du so ziemlich hier unten bist. Also ich denke, er hat hier regelrecht ein Flirt oder eine Affäre oder sowas in diese Richtung. So, wir fragen die Karten einfach von Chuck Spizzano nochmal, was die dazu sagen. So, konzentriere dich auf dein Gegenüber. Bitte um 7 Karten. Was soll dein karmischer Seelenpartner nochmal anschauen? Wie geht es jetzt auch weiter oder was raten die Karten auch jetzt generell für ihn? Ja.
Und oft ist es so, dass dann auch eine karmische Zyklus dann einfach zu Ende ist. Wenn alle karmische Aufgaben erledigt sind, dann geht dieser Zyklus auch zu Ende. So, für dich bitte 7 Karten, ja? So, was sagen denn die Karten für dich? So, ich hoffe, dass dir auch diese Legung gefallen wird. Wenn das der Fall war, hinterlass mir einfach bitte ein Like und dann weiß ich das auch. Die Kommentare habe ich rausgenommen. Das hat auch einfach damit nichts zu tun. Also es raubt mir erstens viel Kraft und Zeit. Und zweitens, ja, also auch so ein bisschen Anonymität für alle auch, wer das jetzt hier anschaut oder es ist okay auch ohne Kommentare, ja, so. Was euch beide verbindet jetzt in eurem Situation ist das Loslassen. Ihr sollt hier wirklich an dieses Loslassen, also alle beide, vielleicht klammert auch der eine und der andere noch daran. Also, bei deinem Gegenüber geht es um die Kontrolle. Also vielleicht fühlt er sich kontrolliert, wurde in seinem Leben immer kontrolliert oder hat er auch ein Kontrollthema und dadurch auch das Herz gebrochen. Also durch diese Kontrolle ist sein Herz gebrochen und er möchte also hier regelrecht seinen Frieden finden und vielleicht kommuniziert ihr auch darüber. Es ist halt auch wichtig, dass ihr darüber kommuniziert und dann wird er hier als Gewinner mit Erfolg daraus gehen, weil er hat wirklich die Wahl und es ist wichtig, hier wirklich diese Angst anzuschauen, die Schattenthemen anzuschauen. Also was ist denn jetzt gerade bei dir? Also bei dir geht es darum, dass du in deine Unabhängigkeit gehst. Also du hast hier auch noch ein Ahnenproblem. Also dass du das anschaust, wo trägst du vielleicht für deine Eltern, für deine Ahnen eine bestimmte Rolle, wo hast du bestimmte Dinge zu deiner gemacht, dass du das loslässt, gehen der Unabhängigkeit und diese dein persönlicher Mythos ist, ja, dass du, vielleicht hier, schau mal hier, das fällt mir jetzt so auf Anhieb an, dass du hier einen Mann anschaust und siehst du den Schattenanteile daran. Das ist vielleicht auch ein Mythos, dass du sagst, ja, alle Männer sind so und so. Zum Beispiel, dass das ein Mythos ist und dass es auch gar nicht so der Fall sein sollte. Also, dass du da genau hinschaust und verbinde dich auch mit deinem karmischen Seelenpartner. Es geht um die Verbindung, dass du diese Verbindung heilst und also auch hier also fließen lässt. Also wir können nichts festhalten. So, Rolle. Welche Rolle spielst du in dieser Verbindung? Bist du das Opfer? Welche Rolle hast du hier übernommen? Steige aus deiner Rolle raus, sei authentisch. Und dieses Festhalten, lass dieses Festhalten los. Das möchten die Karten dir auch noch sagen. Ja? So, hier sind diese Karma-Karten von Simone Licht, Lichtenergie. Und ich ziehe jetzt hier ein paar Karten, welche Karma euch auch verbindet. Ich bitte jetzt, es ist natürlich eine allgemeine Legung, auch um 7 Karten. Und natürlich, wenn du in so eine Konstellation bist, dann kannst du natürlich auch also eine Rückführung bei mir buchen, zurzeit telefonisch in 2 Terminen, ist vielleicht auch für dich noch eine Sicherheit. Telefonisch mache ich diese, das ist ja eine Hypnose, die Rückführung, ja. Noch eine. Ja, jetzt kommen aber auch jetzt hier wieder 3. So. Ja, es wird aber jetzt spannend, diese Gang. So. Also, vielleicht ist der eine studierte Person. So zeigt sich das. Also auf jeden Fall, das verbindet euch, ja. Dass da vielleicht auch der eine oder in der Familie gibt es studierte Personen, also besser dargestellte Personen. Eventuell, ja.
Das ist jetzt die unterste Karte. Also, Moment, vielleicht war ja auch die Armut, hat ja auch in dem vergangenen Leben auch eine Rolle gespielt jetzt bei dir. Vielleicht kamst du aus dem Islam oder dein Gegenüber kam aus Islam. Der eine war studiert, der andere war nicht studiert. So, dann kamen die Kinder, spielen hier eine Rolle, also aus dem vergangenen Leben. Und du warst eventuell eine Frau. Also du kommst aus dem Islam, bist du arm und hast also Kinder bekommen, bist du eine Frau. Und ja, also entweder wird dir auch so diese schwarze Magie unterstellt oder hat eine schwarze Magie an dir ausgeübt. Ja, also auf jeden Fall. Jemand, der aus diesem hinduistischen Glauben stammt, vielleicht jemand, die auch so schwarze Rituale macht oder wie auch immer, also für dich in dem vergangenen Leben und ihr habt auf dem Land gelebt, so kommt mir das, also das Landleben und hattet ihr ein langes Leben, aber also diese Rivalin, was sich hier auch gezeigt hat bei deinem Gegenüber, das sich wiederholt, war vielleicht auch selber eine Schamanin oder eine Heilerin. Und das zeigt sich hier, dass die Rivalin hier eine Rolle gespielt hat. Dass sich das jetzt euer Karma ist und dass sich das auf ähnliche Art und Weise hier in diesen Karten auch wirklich wiederholt. Ja, wir können nochmal um eine Karte bitten, um eine Seelenbotschaft und ich bin jetzt gespannt, also auch von Communication with the Soulmate mit Simone Licht, also für den karmischen Seelenpartner, was sagt dir dein karmischer Seelenpartner? Natürlich habt ihr euch auch eine Zeit lang geliebt und wart ihr auch zusammen, also das ist ja nicht immer schlecht. Was ist so seine Botschaft, seine Seele an dich, ja? Heute habe ich ganz spontan diese Karten verwendet. Ich bitte jetzt um eine. Also die Karte kommt Burnout. Ich fühle mich schlapp, müde und zu nichts fähig. Kann meine Gedanken nicht ordnen und habe keine Klarsicht. Zu Hause geht alles darunter und drüber. Alle wollen etwas von mir und ich weiß nicht, wie ich es ihnen allen recht machen soll. Und ich spüre, dass du auch darauf wartest, dass ich eine Entscheidung treffe. Im Moment bin ich leider noch nicht bereit. Also dein karmischer Seelenpartner, wie du auch jetzt hier gesehen hast, also die Verzweiflung, ihm geht es nicht gut, das ist die Botschaft seiner Seele, der ist richtig ausgebrannt, der weiß auch nicht, wie weiter, also momentan befindet er sich in so eine schwierige Situation, vielleicht auch jetzt durch dieses ganze Corona im Außen, auch noch das Ganze, dass es noch schlimmer macht, wie es jetzt schon ohnehin so zwischen euch ist. Ich hoffe, du konntest das annehmen, das war für dich hilfreich, bist du mit in Resonanz gegangen. Wenn du jetzt dich in so einer Lage befindest und nicht weiter weißt und weißt auch nicht, wie du da rauskommst und Klarheit möchtest, du kannst dir natürlich auch eine persönliche Beratung bei mir buchen. Alle Daten dazu findest du unter dem Video in der Infobox, meine Homepage und natürlich kannst du mir eine E-Mail schreiben und am besten auch, ob du vormittags oder nachmittags einen Termin magst. Wenn du sagst, ja, das ist jetzt alles so kompliziert und sind alle daheim, kannst du dir natürlich auch eine Videoberatung buchen. Ich verbinde mich mit dir und du schreibst mir auch natürlich deine Fragen hin, was du auch wissen möchtest in der Videoberatung. Das kannst du dann ganz, ganz diskret für dich, wann du Zeit hast, auch anschauen. So, ich hoffe, ich konnte dir helfen. Auch dieses Angebot ist in meinem Shop verlinkt. Schau hinein. Ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage bis bald. Namaste, deine Valeria.